willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Das hier ist mittlerweile schon die fünfte Aufnahme, die ich hier starte und ich bin sehr, sehr müde. Ich habe keine Lust mehr. Es ist einiges schief gegangen mit den Aufnahmen. Ich habe einmal wieder auf Aufnahme gedrückt, sodass die letzte Aufnahme gelöscht wurde. Dann habe ich eine Aufnahme verschoben und die wurde nicht verschoben und so weiter und so fort. Also ich hatte hier die ganze Zeit nur Probleme. Ich habe noch nie so lange gebraucht, um irgendeine Aufnahme zu starten. Beziehungsweise komplett aufzunehmen und sie dann einzufügen in mein Video. Also es war das reinste Chaos. So, aber jetzt. Ich bin ziemlich spät dran, weil ich letzte Woche von Dienstag bis Samstag gearbeitet habe. Am Samstag hatte ich noch Weihnachtsfeier. Das heißt, ich hatte nur den Sonntag und musste am Montag bis Donnerstag wieder arbeiten, sodass ich wirklich nur heute am Freitag Zeit habe, das Ganze abzudrehen und es hochzuladen. Das heißt, ich hatte am Sonntag überhaupt gar keine Lust, irgendetwas zu machen. Überhaupt nichts. Ich wollte nur gammeln, ich wollte mich ausruhen. Deswegen gibt es diese Wochendekoration erst so spät. Die Deko wird diesmal unterteilt werden in zwei verschiedene Erlebnisse. Zum einen war das unsere Weihnachtsfeier am Samstag. Die fand ich sehr, sehr schön und ich habe mich wirklich so ein bisschen aufgestylt. Ich habe meine Schuhe angezogen mit den Pfennigabsätzen, was für die Kälte am Abend nicht so gut war. Also auf jeden Fall war das sehr, sehr kalt. Und wir haben uns vor dem Restaurant getroffen, in dem wir dann gegessen haben. Und es gab so eine kleine Feuerstelle und man hat uns Glühwein ausgeschenkt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir echt gewünscht, es würde schneien. Also es hätte auch richtig gut gepasst und es hat auch nach Schnee gerochen draußen. Also fand ich sehr, sehr romantisch und sehr schön, obwohl es bitter, bitter kalt war. Dann im Restaurant haben wir zwei Tische gehabt. Das heißt, unsere Gruppe, also unsere Kollegen, wir sind 20 Stück, vielleicht auch ein bisschen mehr, wir waren dann getrennt, also wir waren nicht an einem Tisch. Und das fand ich so ein bisschen blöd, weil ich mich auch gerne mit anderen Kollegen unterhalten hätte, nicht die, die am Tisch saßen bei mir. Fand ich ein bisschen, ja, hätte auch anders laufen können. Das Essen, das war ein sehr hochwertiges Essen, wie ich finde. Ich weiß aber nicht, ob das daran gelegen hat, dass ich ein sehr pingeliger Esser war an dem Abend. Auf jeden Fall hat mir die Vorspeise sehr gut gefallen. Das war mein liebster Gang eigentlich. Und weil es Fisch gab und zwei verschiedene Soßen in Mousseform. Und danach kam eine Suppe, eine Lachscremesuppe. Die war leider komplett versalzen. Also ich hatte echt Mühe, die aufzuessen. Meine Kollegin ging es genauso mit ihrer Suppe. Dann kam der Hauptgang mit zwei Stücken Fleisch, Rindfleisch, was leider nicht ganz durch war. Also ich mag mein Fleisch gerne durch. Das war nicht mein Fall, deswegen habe ich mit einem Kollegen getauscht. Der hat dann mein Fleisch gekriegt und ich habe seinen Brokkoli gekriegt. Dann waren alle zufrieden. das Dessert war in Ordnung. Also es gab einen Schokokuchen mit einem flüssigen Kern. Dazu Eis mit Nüssen und etwas gesalzen. Das fand ich sehr interessant, obwohl es mir jetzt nicht so gut geschmeckt hat. Dann dazu Früchte kleingeschnitten, Granatapfelkerne und so weiter. Und eine sehr leckere Fruchtsoße. Die Fruchtsoße hat mir eigentlich am besten geschmeckt an dem ganzen Dessert. Es war sehr viel Zimt drin, es war recht weihnachtlich gehalten eigentlich, aber trotz allem, das Essen war schön anzusehen auf jeden Fall, weil das war ein richtiges schicke Restaurant, sage ich jetzt mal. War sehr schön drinnen und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Aschenputtel, die auf den Ball eingeladen wird, also sehr, sehr romantisch. Ich habe mich dann gefreut, weil ich mich dann wirklich aufgebrezelt habe. Ich habe auch meine Brille zu Hause gelassen und stattdessen Kontaktlinsen aufgezogen und habe zu meinem dunkelblauen Blazer eine Bluse getragen. Unter dem Kragen von der Bluse habe ich dann auch eine Kette angehabt und ja, hatte meinen wunderschönen Mantel mit. Also es war echt schön. Ich habe mich gefreut. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und denke mir, huch,
Was ist denn da passiert? Die Welt draußen war plötzlich weiß. Es hatte geschneit und es lag eine Wolkendecke auf dem, ja, auf der Welt. Und schade, dass ich zu spät aufgestanden bin, denn ich habe den Schneefall verpasst. Das heißt, es hätte aufgehört zu schneien, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich das sehr gerne mag, dabei zuzusehen, wie Schnee fällt. Weil ich dann das Gefühl habe, die Welt wird dadurch sehr ruhig, sehr, ja, es wird still. Und diese Zeit mag ich sehr. Also ich liebe Schnee, dafür wird mich jeder Autofahrer verachten, aber ich liebe Schnee und ich will, dass es nochmal schneit. Ja, so viel zu dem Weihnachtsabend, zu der Weihnachtsfeier. Meine Woche, also diese Woche war recht banal. Es war nichts los. Ich hatte viele Besorgungen gemacht und habe heute zum Beispiel auch meinen Tag genutzt. Ich habe jetzt 6 Tage Urlaub so gesehen, also jetzt nicht wirklich Urlaub, aber ich habe mein freies Wochenende und dann habe ich einen nahtlosen Übergang zu Weihnachten und dadurch habe ich jetzt 6 Tage lang frei und ich finde das großartig. Heute habe ich den Tag auf jeden Fall genutzt, ich habe die Wochendekoration gedreht, ich habe Geschenke eingepackt und das war ein richtiges Chaos mit dem ganzen Geschenkpapier und den Geschenken und ich habe ja für meine Familie ein CW-Fotobuch gemacht von unserem Urlaub und ich finde, es ist richtig, richtig toll geworden. Ich finde, es sieht aus wie so ein Reisebildband und ich habe ihn vor dem Einpacken noch durchgeblättert, weil ich es so schön finde und ich fand es so schrecklich, es einzupacken, weil ich es dann nicht mehr vor Augen hatte. Ich bin auch froh, dass ich das matte Fotopapier genommen habe und nicht das glänzende. Dadurch wirken die Fotos einfach ein bisschen edler. Ja, dann war die Zeit gekommen, den Weihnachtsbaum zu dekorieren. Das fällt mir jedes Jahr zu, diese Aufgabe. Ich finde den Baum echt toll. Der riecht so super, wenn man ins Wohnzimmer kommt. Und das ist das Tolle an Naturbäumen. Es ist einfach herrlich. Ich liebe diesen Geruch. Ihr hättet mich dann sehen müssen. Ich war dann im Pyjama unterwegs mit meiner Weihnachtsmütze und sah dann aus wie der Grinch. Und das war schon lustig. Ich habe dann eine Weihnachts-CD angeschmissen und habe dann bei Last Christmas dann laut mitgesungen und habe dann rumgehopst, um diesen Baum zu fotografieren. Es war schon richtig, richtig schön und ja, es hat mich gefreut. Dann, ich war fertig und morgen muss ich noch in die Stadt und da freue ich mich gar nicht drauf, denn ich muss noch ein paar Besorgungen machen für Weihnachten. Und ich weiß genau, die Geschäfte werden voll sein, die Straßen werden voll sein, die Kassen werden überfüllt sein und ich habe da einfach überhaupt keine Lust zu, aber ich muss leider. Deswegen hoffe ich, ich kann das schnell hinter mich bringen und einfach nur ab nach Hause und nichts machen. Ich lese zurzeit auch sehr viele Weihnachtsromane, weil diese Zeit macht mich sehr sentimental und ja, ich lese sehr gerne so kitschige Weihnachtsromane, also so wirklich kitschig. Die zwei Bücher, die ich noch zu Hause hatte, die habe ich schon einmal gelesen letztes Jahr und habe sie einfach nochmal gelesen, weil ich sie so schön fand. Und ich habe noch zusätzliche Bücher gekauft. Den einen Teil habe ich schon gelesen, jetzt kommt es zum zweiten Buch. Da bin ich auch schon gespannt, wie das wird. Ich liebe einfach diese Storys, die zu Weihnachten spielen. Meine zweite Hälfte der Deko widme ich quasi dem Schnee, der gefallen ist am Sonntag und die erste Hälfte der Weihnachtsfeier. Ich finde es ganz schön, es passt zwar eigentlich nicht zusammen, aber es passt irgendwie doch zusammen von der Thematik her, dass Weihnachten ist und und ich finde mit diesen Mambi-Stickern ist die zweite Hälfte auch wunderschön geworden. Ich finde es einfach klasse. Ich habe noch zusätzlich einen Sticker zum Freitag geklebt, den werdet ihr später noch sehen. Der besagt dann Wrapping Gifts, also ich habe wirklich die Geschenke eingepackt und wollte das quasi in der Deko so ein bisschen widerspiegeln. Ich finde, die Deko ist echt cool geworden, ich habe auch nicht lange dafür gebraucht.
Ich habe zuerst gedacht, das wird ein totales Chaos werden. Ich werde das nicht gut hinbekommen. Ich werde hin und her überlegen müssen. Aber es hat eigentlich schon recht gut geklappt und es hat mich gefreut. Und ja, die nächsten Wochendekoration werde ich auf jeden Fall bei Zeit dann machen und habe jetzt ein bisschen Zeit dafür und freue mich natürlich auch drauf. Ich werde noch andere Videos posten, deswegen ihr könnt schon mal gespannt sein. Ich wünsche auf jeden Fall euch ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Einfach die Zeit genießen. Und einfach genießen, dass man frei hat, dass man zu Hause ist, dass man nicht zur Arbeit muss. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Ich wünsche euch was. Macht es gut. Tschüss.